Moin meine Freunde, Gamer Bros hier heute mal wieder mit einer neuen Folge von Du bist am Arsch. Habe ich ja übertrieben lange nicht mehr gemacht, seit knapp 2 Monaten nicht mehr. Heute auf jeden Fall Folge Nummer 24. Ich habe gesagt, ab der Folge 25 mache ich die Stundenversion und da glaube ich wieder nach einem Jahr kommt die neue Folge. Auf jeden Fall, ihr habt es euch gewünscht. Ey, ohne Witz, ich frage mich auch immer wieder, warum man sich gerade diese Serie so krass wünscht. Keine Ahnung, warum, ihr feiert es. Für heute habe ich wieder geile Stories eingeschickt bekommen. Falls ihr mir mehr Stories schreiben wollt, Facebook, Link in der Beschreibung oder einfach unter diesem Video hier, unter allen Videos eigentlich. Für die Leute, die nicht wissen, was das ganz genau ist, Du bist am Arsch ist eine Serie auf meinem Kanal, wo ich eure Stories vorlesen werde. Das Ganze läuft so ab: Ihr schickt mir eure Stories. Dabei sind 4 Dinge zu beachten. Euer Name muss gegeben sein, euer Alter muss dort stehen, so kurz schreiben, wie es nur geht. Und in einem vernünftigen Deutsch. Und ja, das soll natürlich auch witzig sein, jetzt nicht irgendwie irgendwelche Storys. Ja, ich bin mal beim Kacken eingepennt. Einfach nein. So, auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr wieder ein Black Ops 2 Gameplay. Nichts Besonderes, Leute. Ich habe in letzter Zeit wegen dem Wetter auch so gut wie gar nicht Black Ops 2 gespielt. Aber ich habe 2 Gameplays im Hintergrund. Leute, ich habe am Anfang, bin ich so ausgerastet. Beim ersten Gameplay bin ich in die Lobby reingekommen mit SWAT 556 oder wie die Waffe heißt. Habe ich alle zerstört, richtig krass. Und dann beim nächsten Gameplay habe ich so Dropshots gemacht, die waren, tschüss, Alter. Da dachte ich mir auch einfach, korrekt, Schnucki. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ich fange direkt mal an. Stories von Philipp und da muss ich sagen, das ist wirklich so eine typische... Du Pisser, du bist am Arsch, Story. Er schreibt mir, ich heiße Philipp, bin 15 Jahre alt und ich habe mir im Alter von 4 oder 5 Jahren meinen linken Arm gebrochen. 2 Freunde und wir haben versucht, seitlich an einer Rutsche hochzuklettern. Wie klettert man seitlich an der Rutsche? Ach so, okay, ich verstehe schon. Die anderen haben es geschafft, bis nach oben zu kommen und ich hatte das Pech, dass ich 2 Meter vorher keine Kraft mehr hatte und aus 5 Metern Höhe auf meinen linken Arm gefallen bin. Müsst euch mal vorstellen, 5 Meter Höhe auf euren Latissimus. Das ist Trizeps, ich sag Latissimus, Alter, was ist los bei mir? Als ich weinend nach Hause gegangen bin, das 5 Minuten vom Spielplatz entfernt war, hat meine Mutter mir gesagt, dass mein Knochen zu sehen war und der Knochen auch mehrere Zentimeter von meinem Handgelenk runterging. Ich lag 5 Tage im Krankenhaus, das war meine Du bist am Arsch Geschichte. Das war, Leute, ehrlich gesagt, so eine typische Du bist am Arsch Story. Und Alter, ganz ehrlich, ich hatte zwar eine geile Kindheit, aber ich bin noch nie eine Rutsche irgendwie seitlich hochgelaufen. Weil ich das mal gemacht habe, ich habe das nur einmal probiert und mein Vater hat mich zur Sau gemacht. Und jetzt weiß ich auch wieso. So, die nächste Story, Leute, muss ich euch sagen, man riecht schon, wenn ihr riecht, das ist schon 100 pro Wahrheit, passt auf. Der Typ schreibt mir, Name darf ich leider nicht erwähnen, ich habe mit 4 ungefähr Menschen, Kreaturen gesehen, die mich angegriffen haben. Es war sozusagen eine Störung, ich konnte nicht im Dunkeln schlafen und so weiter. Aber nach einer Zeit wurde es wieder gut und ich habe mich besser gefühlt. sei mir nicht böse, aber hast du zu viel Clash of Clans gezockt oder irgendwie sowas? Was ist das für eine Krankheit, die Stockschule-Krankheit oder keine Ahnung? Ich kann sowas nicht glauben, sorry. So, die nächste Story ist von Gianluca Sanchez Schreiner. Digga, bist du irgendwie Model? Er schreibt dir, als ich vor ein paar Tagen mit meinem besten Freund Hussein in der Stadt war, sahen wir einen älteren schwarzen Mann, der laut rumgeflucht hat. Hinter ihm lief ein älterer weißer Mann, der laut rumgeschrien hat, Nigger, und rief die ganze Zeit, geh zurück in dein Land, etc., also rassistische Äußerungen von sich gegeben hat. Wir wollten eigentlich hinterherlaufen, nicht, dass noch was passiert, haben es aber trotzdem gelassen. Was hältst du von sowas und hätten wir vielleicht doch hinterhergehen sollen? Bist mein Hafensänger Number One, aber no homo, Digga. Ja, was hätte ich gemacht, ganz ehrlich, ich bin so eine, wenn mir was nicht passt, zum Beispiel, ich war in einer Großstadt unterwegs, da war jetzt so eine, ich sag mal, so eine Pennerin. Pennerin hört sich so krass, so eine Obdachlosin, die war alkoholisiert, war auf der Straße und ein Typ von der Deutschen Bahn, du hast gesehen, er hatte ja Bittertrick-Mantel an, also wirklich dieses lange Ding, was sie machen haben, und hier stand auch DB drauf, er macht einfach ein Bild und ich bin dann zu ihm hingegangen, hab sogar gesehen, wie er das in eine WhatsApp-Gruppe geschickt hat. So, und ich gehe zu ihm, haben jetzt gerade gesagt zu dem so, ey, habt ihr gerade ein Foto, also haben sie gerade ein Foto von der gemacht, was soll das, ist das hier ernst und so? So, nö, ich habe ein Foto für mich gemacht. Dann fing der an zu lachen und ich hatte so einen Drang, den in die Fresse zu treten. So, weil sowas macht man nicht, ne? Also ganz ehrlich, ich wäre hinterhergegangen, so, weil ich bin zivilisierter Mensch. Und das meine ich jetzt nicht aus Ironie. So, die nächste Story, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, ne? Pass auf. Hier schreibt jemand, mein Name ist Sebastian und ich bin 15 Jahre alt. Vor 2 Jahren hatten wir eine Religionslehrerin, die keiner mochte. Sie bestrafte mich für Dinge, die ich nicht gemacht habe, mit Sozialstunden und Spezialaufgaben. Jeder kennt's, Alter. Sie wurde auch persönlich und sagte zu einem Mitschüler,
passt auf, dass er der Grund für die Scheidung seiner Eltern war. Es wurde uns zu viel und wussten nicht, was wir tun sollten. Also die ganze Klasse hatte keine Idee. Eines Tages drohte sie mit Schulverweis für eine Woche für die Leute, die den Unterricht stören würden. Nach 10 Minuten hatte ich 2 Mahnungen. Ich kenne das Gefühl, für Dinge, die ich nicht gemacht habe und wurde aus der Klasse geschickt. Beim Herausgehen ist mir ein blöder Satz rausgerutscht, nämlich, ich habe zu Hause eine Kalaschnikow. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Kalaschnikow ist, das ist ein Maschinengewehr, so eine AK, kann man sagen. Ich wurde zum Direktor geschickt und habe dort gesagt, dass ich gesagt habe, ich warte auf sie mit einer Kalaschnikow. Passt auf, daraufhin wurde unser Haus auf Waffen durchsucht, aber nichts wurde natürlich gefunden. Danach musste ich noch 2 zu einer Psychologin, die sagte aber, dass ich völlig normal bin und dass keine Gefahr von mir ausgeht. Tja, ich habe ja gesagt, Lehrer sein ist kein Beruf, sondern eine Bestrafung. So, die nächste Story, die ist von Erei. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe diese Story genommen aus dem Grunde, mir ist sowas Gleiches passiert und es soll auch für euch ein Lehrer sein. Ich erzähle einfach mal, hallo Mr. Gernbrust, mein Name ist Erei, 15 Jahre. Hier meine Story für Dubischer Marsch. Vor 3 Monaten, am 10.02. kam ein Brief von der Kripo, also Kriminalpolizei, dass ich bitte zur Aussage kommen sollte. Ich wusste nicht, was los war. Als ich dort ankam, erzählte mir die Polizei, dass sie seit einem Jahr gegen mich ermitteln. Aber warum ein Jahr, verstehe ich nicht. Wegen Kunsturheberrechtsverletzung. Jetzt müsst ihr aufpassen. Er sagte, dass ich ein Video von einem Mädchen weitergeschickt haben soll, in der sie twerkt. Also twerken ist hier mit dem Arsch wackeln und so. Warum habe ich jetzt so gemacht? Keine Ahnung. Ich hatte wirklich so ein Video von ihr bekommen, aber löschte es direkt, da ich es eklig fand, weil sie fett war. Sie waren Unterwäsche. Der Kommissar fragte mich ab und zu, zitierte mit einem Sprachband. An einer Stelle sagte der Kommissar, ich, Erei, bekam ein Video, wo ein Mädchen sehr sexy tanzte. Als ich sagte, stopp in dem Moment, sagte er einfach stopp. Also schön fand ich das nicht und er fing an zu lachen. Das heißt, um es jetzt mal klarzustellen, dieser korrupte Bulle, was heißt korrupt, aber er hat versucht, ihn die Tat anzuhängen, dass er quasi die Tat gesteht. Weil wenn ein Bulle sowas aufnimmt und das wird quasi weggeschnitten, dann hat man die Tat quasi gestanden und sowas, Alter, sowas finde ich echt krass. Stell dir mal vor, er hat das jetzt nicht gemerkt, er hat einfach irgendwas gesagt, bam, er hat die Strafe, so. Nach 2 Wochen fand ein Gerichtstermin statt, in dem ich sagte, dass fast die ganze Stadt das Video hat. Und es kamen mehrere Zeugen zum Gericht, was ist das für ein Deutsch, Mann, dass dieses Mädchen auch ihnen das Video schickte. Also gewann ich den Prozess. Alter, was ein komisches Deutsch. Auf jeden Fall, ich fasse es eben ganz kurz zusammen. Ja, der hat ein Video bekommen und anscheinend wurde das rumgeschickt, weil sie eine Bitch ist. Und er hat dann quasi fast Ärger bekommen, aber hat den Prozess gewonnen und sie hat sich bei ihm entschuldigt und die wollten was starten. Hä? Ja, was soll euch ein Lehrer sein, Leute? Falls euch irgend so eine Bitch irgendwas schickt, was nur für euch gedacht ist, aber ihr es weiterschickt, macht ihr euch strafbar. Deswegen auch Bilder von mir, sogar wenn ein Bild vom Fuß kommt, von ihrem Fußpilz, schickt sowas nicht weiter, behaltet das für euch oder löscht das, wenn sie fett und hässlich ist. Nichts gegen solche Menschen, aber wenn ihr das weiterschickt, habt ihr verloren. Und ja, da wird immer eine Strafe kommen. So, er hat jetzt vielleicht Glück gehabt, aber da wird immer was kommen und ja. So, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit der Dubischer Marsch Folge Nummer 24. Falls euch die wie immer gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Schreibt auf jeden Fall weiter eure Stories, weil ohne euch läuft da nichts. Versucht mal ein bisschen mehr interessante Stories rauszuballern, weil es mittlerweile echt für mich schwierig, die ganzen Leute nachzukommen. Deswegen möchte ich mich ganz kurz entschuldigen bei den Leuten, die ich in Story nicht vorgelesen habe. Und ich würde mal sagen, ja Leute, haut rein.